Hi, hier ist wieder die Medienwerkstatt der Bezirkskliniken Schwaben. Heute mit dem Thema Corona-Schnelltest und zwar an sich selber durchgeführt. Das ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber machbar. Wir gehen schnell ins Intro, danach geht's los. Dann wollen wir mal. Zur Durchführung des Tests benötigen wir die Arbeitsstation, sterile Tupfer, das Teströhrchen, die Kappe, die Pufferlösung und die Testkassette. Zuerst gibst du 10 Tropfen der Pufferlösung in das Teströhrchen. Danach entpackst du den sterilen Tupfer. Die Tupferspitze sollte dabei steril bleiben. Jetzt führst du die saugfähige Spitze des Tupfers vorsichtig in ein Nasenloch ein. Hierbei ist es wichtig, dass die gesamte Tupferspitze im Nasenloch verschwindet, ca. 2 bis 4 cm tief. Rolle den Tupfer mindestens 5-mal gegen die Innenseite des Nasenlochs. Nun entfernst du den Tupfer, führst ihn ins andere Nasenloch ein und machst das gleiche nochmal. Dann entfernen wir den Tupfer aus dem Nasenloch und führen ihn in das Teströhrchen ein. Jetzt mischen wir die Probe mit der Pufferlösung. Rolle den Tupfer mindestens 6-mal und drücke ihn dabei gegen den Boden und die Seiten des Röhrchens. Danach belässt du den Tupfer 1 Minute im Röhrchen. Nach der Einwirkzeit entpackst du die Testkassette. Nimmst den Tupfer aus dem Teströhrchen. Achte hierbei darauf, dass genügend Pufferlösung im Teströhrchen verbleibt. Setz die Kappe auf und befüllst die Probenvertiefung der Testkassette am hinteren Ende. Hierbei kann das Röhrchen ein bisschen zusammengedrückt werden. Dann stellst du den Timer auf 15 Minuten und wartest ab. Die 15 Minuten sind vorbei, wir können den Test nun auswerten. Hier hätten wir ein negatives Ergebnis. Das wäre ein positives Testergebnis. Auch wenn der zweite Streifen am T undeutlicher zu sehen ist, gilt der Test als positiv. Zeigt sich ein Strich am T oder gar kein Strich, gilt der Test als ungültig und muss wiederholt werden. Das soll es mal gewesen sein. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen informieren, wie so ein Test funktioniert. Wenn es euch gefallen hat, liken, subscriben, wie immer. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Und bleib gesund.